Hi Leute, herzlich willkommen zum neuen Lifeline-Video. Heute zeigen wir euch den Teaser von der Doku über Philipps Leben. Ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt. Als ich den Teaser gesehen habe, habe ich Gänsehaut bekommen und es sind einfach so viele schöne Erinnerungen an die Zeit mit Philipp hochgekommen. Und danach führe ich noch ein Interview mit Lukas und Alex. Das sind die zwei Filmemacher aus Berlin, die Philipp und den gesamten Freundeskreis die letzten 6 Monate seines Lebens begleitet haben und echt bei allen Höhen und Tiefen mit dabei waren. Also freut euch auf das Interview und jetzt kommt erstmal der Teaser. Viel Spaß dabei und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao! Do something in real life ist unsere Motivation, die Leute weg vom Computerspielen, vom Handy zu bringen und dieses real life kennenzulernen. Ja, draußen was mit Freunden zu unternehmen, aktiv zu werden, kreativ zu werden. Ich finde es einfach immer voll krass, wenn man sich sowas überlegt und am Anfang so einen Gedanken hat, ob das jemals halt funktioniert. Ich finde, Zwilling zu sein eigentlich die krasseste Beziehung fast, die man haben kann, wenn man auch seine ganze Vergangenheit teilt. Es ist im Laufe der Zeit halt immer größer geworden. Wir haben immer mehr Sachen erreicht. Eins der Highlights war das U-Boot aus Badewanne, was wir gebaut hatten. Das ging richtig ab auf YouTube. Und dann natürlich die fliegende Badewanne. Ich habe jetzt, glaube ich, vor etwa einem halben Jahr meine 3. Krebsdiagnose bekommen. So einen Befund habe ich in den jetzt 35 Jahren, in denen ich das mache, noch nie gesehen. Es ist mega schwer für uns alle. Man will seinen besten Freund so nicht sehen. Er wird halt eine riesen Lücke hinterlassen, die noch niemand füllen kann. Jeder Mensch hätte Angst, jeder Mensch wäre verzweifelt. Ich lege das so in Gottes Hände und ich vertraue darauf, dass er mich da durchträgt und dass er mein Arzt ist. Weil eine andere Wahl habe ich ja auch irgendwie auch nicht. Ich würde in der Situation auf jeden Fall Gott fragen, warum lässt du Philipp so krass leiden? Ich habe einfach so Schmerzen so in der Seite. Es drückt mir so die Luft ab. Hoffnung hat er auf jeden Fall noch, aber ich glaube Zweifel bestimmt auch. Ich muss ganz klar sagen, dass die Krankheit schon mich krass verändert hat. Dass ich das Leben aus einer ganz anderen Perspektive irgendwo betrachten kann. Gerade dieses vom Ende her betrachten, ja. Sich bewusst zu machen, dass wir alle sterben. Vielleicht habe ich doch einfach Angst, das alles zu verlieren. Was ich an Philipp so krass finde, ist, dass er im Angesicht des Todes eben nicht mehr auf sich selbst schaut und sagt, okay, was für Wünsche will ich noch in diesem Leben abklappern, sondern viel mehr auf seine Freunde schaut und auf die anderen Menschen. Ich glaube, wenn ich jetzt diese Hoffnung nicht hätte, könnte ich das gar nicht aushalten, so meinen eigenen Körper so zu sehen. Ich mache die Doku nicht, weil ich jetzt zeigen will, boah, ich bin so ein geiler Typ, ich bin so stark irgendwie, weil das bin ich wirklich nicht. Und von mir aus würde ich, glaube ich, nur noch in meinem Zimmer liegen und denken, boah, mein Leben macht überhaupt keinen Sinn so. Wenn er noch einen Plan für mich hier auf der Erde hat, solange er den Plan hat, wird er mich da durchtragen. Und das ist voll schön einfach zu wissen. Und das mache ich mir dann jeden Morgen auch echt so bewusst. Was für wunderschöne Aufnahmen. Ich erinnere mich so gerne an die Zeit mit Philipp zurück. Was ihr allerdings noch nicht auf YouTube gesehen habt, sind die ganzen Einblicke hinter die Kulissen. Die seht ihr jetzt in der Dokumentation. Warum die beiden die Doku gedreht haben, erfahrt ihr in diesem Video. Ich stelle den beiden auch noch viele andere spannende Fragen. Wir starten jetzt mal direkt mit der ersten. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr die Doku drehen wolltet? Ja, erzählt das einfach mal. Ja, ich glaube, durch meine eigene Biografie habe ich verschiedene Leute kennengelernt, die eben durch eine schwere Zeit gegangen sind. Gerade das Thema Leid und wie gehen Menschen damit um. Das war so eine Frage, die mich schon länger beschäftigt hat. Und wir hatten dann Kontakt mit einer Produktionsfirma aus der Schweiz, die gesagt haben, sie würden gerne mit uns einen Film machen. Und wir haben dann über dieses Thema gesprochen und wie wichtig es ist, eben nicht rückblickend so eine Geschichte zu erzählen, wie jemand mit dem Leid oder mit Schmerzen oder mit einer krassen Erfahrung umgeht, sondern eigentlich dabei zu sein. Und dass das auch das Besondere ist von einer Doku, dass du den Zuschauer mitnehmen kannst in diesen Prozess und nicht einfach nur erzählst, was ist vor 3 Jahren irgendwann passiert, sondern dass du in dieser Situation jemanden begleiten kannst. Wir hatten ja nur die Idee letztendlich. Wir hatten keinen Protagonisten im Kopf, der jetzt dafür passen würde. Und ich hatte
2 Wochen vorher durch Zufall diese Talkshow im NDR gesehen, Deep und Deutlich, wo Philipp ja das erste Mal wieder öffentlich von seiner Krebserkrankung erzählt hat. Und dann irgendwie gegoogelt, okay, wer ist dieser Typ? Und dann irgendwie bin ich auf Real Life Guys gestoßen, Lifeline, hab mir das angeguckt und dachte, wow, was ein Typ. Ich war total gefangen von deren Story, ne? Auch von der ganzen Vorgeschichte mit Ellie und so. Und dachte so, wow, was ein Leben auch. Ne? Nicht nur für sie, sondern auch für den Freundeskreis, für die Eltern. Wir hatten dann den Kontakt hergestellt. Philipp hatte zugesagt, dass er mit uns die Doku anfangen würde. Und dann sind wir Anfang Februar 2021 nach Birkenbach gefahren. Du hattest vorher ein bisschen Kontakt mit ihm übers Telefon. Ich weiß noch, wir sind einfach mit unseren Kamerataschen hier angekommen, mit gar keine Ahnung, was uns erwartet, mit dieser Dankbarkeit, dass Philipp quasi zugesagt hat, dass wir ihn begleiten dürfen. Und wir wussten ja gar nicht, okay, wie lange geht das denn jetzt? Ist das jetzt eine Doku, die wir anfangen und das geht jetzt die nächsten Jahre? Wir sind ja hergefahren und mit dem Gefühl, jeder Dreh könnte der letzte Dreh auch sein. Und so haben wir auch immer gedreht letztendlich, weil wir nie wussten, okay, wie lange geht es noch. Und Philipp war ja in einem körperlichen Zustand, wo du ihm das überhaupt nicht angemerkt hast. Also du hast mit ihm irgendwie Fahrradtouren gemacht, der war ganz normal unterwegs. Wenn du diese Beule nicht gesehen hast oder die Wunde später, dann hättest du die ersten Monate, wo wir bei euch waren, überhaupt nicht gecheckt, dass er Krebs im Endstadium hat. Aber ansonsten war es für uns so die Hauptherausforderung, auch generell bei so einem Dokumentarfilm mit dem Protagonisten Nähe zu gewinnen. Gab es da einen Moment, an dem ihr gedacht habt, wir sind jetzt Teil des Freundeskreises? Oder hat sich das einfach nur so langsam entwickelt? Am Anfang war so eine Zurückhaltung auf jeden Fall da, weil wir natürlich irgendwie Stranger waren aus Berlin. Wir kamen ja nicht hierher, haben irgendwie uns im Hotel irgendwie einquartiert und sind dann hergefahren, haben selektiert gedreht, sondern wir waren ja irgendwie von Tag 1 waren wir bei euch, haben auf der Couch geschlafen, haben bei den Eltern im alten Kinderzimmer. Genau, es war kein Geld da für die Produktion am Anfang, ne? Also wir mussten, es war alles irgendwie total no low budget. Genau, also wir waren einfach Teil eures Lebens plötzlich. Also man hat gemerkt, je mehr wir da waren, desto mehr hat sich da auch eine Freundschaft aufgebaut. Aber ich glaube, der Wendepunkt war wirklich so die Reise in die Dominikanische Republik. Philipp wollte ja nochmal eine Reise machen. Das war auch wieder sehr spontan. Er hat mir eine Woche vorher eine WhatsApp-Nachricht geschickt und gesagt so, hey, er überlegt jetzt in die Karibik zu fliegen mit ein paar Freunden. Wir haben dann ganz oft, waren wir nachts und abends noch bei ihm auf dem Zimmer. Wir waren eigentlich 24/7 mit euch unterwegs. Ja, ich fand schon, dass das eigentlich so die Zeit war, wo wir gemerkt haben, wir sind nicht mehr länger Beobachter, sondern wir sind Freunde von euch und wünschen uns genauso, dass Philipp wieder gesund wird und beten mit euch mit. Diese journalistische Distanz, die ich normalerweise bei meinen Projekten habe, die habe ich in dieser Zeit, glaube ich, auch total verloren. Paparazzi, was macht er da? Was macht er da? Filmt eine Doku, oder? Und auch Philipp so diese Freiheit hatte, dass er nicht das Gefühl hatte, muss jetzt irgendwas verstecken oder so vor uns. Und das davon profitiert natürlich so ein Dokumentarfilm extrem, weil man das Gefühl hat, so man taucht jetzt wirklich ein in diese Welt, in eure Welt. Und das war, also dafür bin ich auch total dankbar. Ja, gab es da so Momente, wo ihr euch jetzt schon drauf freut, die den Leuten in der Doku zu zeigen? Ja, ich fand, das gab es eigentlich ständig, solche Momente. Die Abende am Strand, wenn wir zusammen gesungen und gebetet haben, wo man einfach gespürt hat, so ihr streckt euch irgendwie nach Gott aus und ihr versucht irgendwie auch Antworten auf eure Fragen zu bekommen. Es ist nicht einfach alles geklärt, nur weil ihr diesen Glauben habt. Es ist so ein Struggle eigentlich die ganze Zeit, wie kann man jetzt noch dran festhalten? Gibt es jetzt noch irgendwie Hoffnung? Was ist denn die Hoffnung, wenn er jetzt stirbt auf der Dominikanischen Republik, als er plötzlich Maden in seiner Wunde entdeckt hat? Oh, was machen wir? Ja, da sind voll viele Maden drin, deswegen fühlt es so weh. Deswegen kommt das so viel Zeug raus. Dann plötzlich irgendwie die Frage war, wohin gehen wir jetzt? Gehen wir zu einem Krankenhaus? Diese Suche nach Lösungen in so einer eigentlich hoffnungslosen Situation und auch diese Zuversicht, also trotzdem dann in so einer Situation nicht komplett den Verstand zu verlieren, sondern so klar zu bleiben, so ruhig zu bleiben. Ja, ich stelle es mir auch irgendwie so voll schwierig vor, wenn du lernst ja jemanden kennen und du gewinnst ihn ja mehr und mehr als Freund und du siehst gleichzeitig, wie seine Gesundheit halt jeden Tag für Tag abnimmt und du musst ja quasi weiterhin die Kamera draufhalten, um die Geschichte zu Ende zu erzählen. Seid ihr euch da manchmal komisch vorgekommen oder hattet ihr dann ein unwohles Gefühl bei, ihn jetzt zu filmen, wenn er gerade nicht so viel Luft bekommen hat oder kaum reden konnte? Oder als ihr dann im Krankenhaus auch wart, war das eher so, dass ihr dachtet, eigentlich wäre es jetzt nicht angemessen zu drehen
Aber wir haben ja hier jetzt so ausgemacht, dass wir die Doku zu Ende drehen und wir müssen das jetzt machen. Oder wie seid ihr damit so umgegangen? Das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor. Das war auf jeden Fall eigentlich die ganze Zeit ein Struggle, so für uns. Weil es uns so wichtig war, dass wir jetzt Philipp nicht irgendwie in seinem Leid vorführen und irgendwie zeigen, guck mal, wie schlimm es ihm geht. Und gleichzeitig wussten so, wir müssen es irgendwie auch festhalten. Das gehört eben zu seiner Geschichte mit dazu. Und das ist auch sein expliziter Wunsch gewesen. Das hat er auch immer wieder gesagt, dass wir eben sein Real Life irgendwie festhalten und nicht beschönigen oder eigentlich ihn nur in den Momenten begleiten, wo es ihm gut geht. Und wir waren dann oftmals auch einfach nur da in diesen Momenten und haben auch oft nicht gedreht. Aber es gibt natürlich auch viele Momente, wo wir dann trotzdem immer wieder uns entscheiden mussten, wir lassen die Kamera laufen, weil sonst fehlt uns da ein wichtiger Teil von dem Film, sonst können wir einfach kein authentisches Bild zeigen. Es ist uns in diesen Situationen auf jeden Fall nie leicht gefallen, einfach weiterzudrehen. Es fühlt sich ganz oft einfach falsch an. In so einer Situation will man einfach nur ihn umarmen oder bei ihm sein oder gar nicht groß irgendwas sagen. Und das haben wir auch oft gemacht. Auf der anderen Seite haben wir diese Rolle als Filmemacher. Und es war von Anfang an klar, so, das wird herausfordernd. Und es wird Momente geben, wo es auch für uns total schmerzhaft war, einfach dabei zu sein. Also es war ja so, dass viele Kamerateams bei euch waren, immer wieder für andere Sender. Und die waren irgendwie so ein, zwei Drehtage da, haben ihre Sachen gefilmt und sind wieder gegangen. Und wir kamen ja ständig wieder. Also es gab ja kein Ende letztendlich. Und wir waren immer da. Wir waren da, wenn ihr aufgewacht seid. Wir waren da bis nachts um vier, wenn ihr schlafen gegangen seid. Die Kameras liefen ja gefühlt irgendwie, also die waren ja ständig präsent. Und irgendwann haben wir auch gemerkt, oder habe ich gemerkt, haben wir gemerkt, dass es auch total egal ist, ob wir da sind oder nicht. Ihr habt einfach euer Ding durchgezogen und wir waren da. Und ob die Kamera jetzt an war oder nicht, das war für euch total egal. Ne? Ihr habt das gar nicht mehr beachtet letztendlich. Und so war es dann auch in den schweren Momenten, als Philipp in seinem Zimmer lag und einfach schlecht Luft bekommen hat und Schmerzen hatte. Und klar war es dann auch komisch, irgendwie das jetzt zu drehen, aber es war trotzdem eine Natürlichkeit da, weil wir sonst ja auch immer da waren. Es war schwer, aber irgendwie habt ihr uns das auch total leicht gemacht, trotzdem diesen schweren Momenten zu drehen. Ja, ich fand auf jeden Fall auch, dass es mit euch einige witzige Momente gab, wo ihr ja auch offener für die Doku gebraucht habt, wie zum Beispiel, dass du mal erzählt, ja, ich muss jetzt heute Nacht mal Philipp beim Schlafen filmen. Oder ihr habt ihn ja auch mal beim Duschen gefilmt. Das ist ja schon so, dass man auch, wenn man authentische Momente einfangen will, so cringige Situationen hat. Ja, aber da war Philipp total easy. Also gerade, wir haben uns Philipp gesagt, eigentlich wäre es voll schön, einfach zu sagen, hey, wir wollen einfach mal so eine Morgenroutine mitdrehen. Und dann haben wir auch gesagt, ey, ist das eine Option für dich, dass wir einfach das auch mitdrehen? Und das war für ihn gar kein Problem. Hat einfach eine Badehose an, hat in der Dusche gestanden und standen daneben, haben gedreht und das Coole war bei Philipp, dass es war irgendwie nie awkward, also es war nie komisch, sondern er hat uns einfach straight ignoriert. Also es war so, er hat geduscht und sein Ding gemacht und ob wir jetzt da sind oder nicht, hat sich nicht, also für uns oder für mich nicht anders angefühlt und auch die Wunde zu verbinden und so weiter. Von daher ist das auch, glaube ich, ein Riesenvorteil, wenn man eine Doku dreht mit Protagonisten, die YouTuber sind, weil die Kameras ständig sowieso in deren Leben irgendwie präsent sind und die ständig irgendwie mit Kameras sprechen. Ich glaube, es wäre wirklich was anderes gewesen, wenn Philipp jetzt, keine Ahnung, einen ganz anderen Hintergrund hätte und kein YouTuber ist, keine YouTuber-WG ist und so weiter. Weil so war dieses ganze Medium Kamera, das ist so immer da gewesen, ob wir es da sind oder nicht. Das ist ja irgendwie so ein, okay, wisst ihr ja selber, macht ihr ja ständig eure Aufnahmen, ne? Ja. Und das kam uns, glaube ich, zugute auch. Also das Besondere bei Philipp fand ich einfach, dass egal, ob die Kamera gelaufen ist oder nicht, er war einfach er selbst. Und er hat sich da vor der Kamera nicht verstellt. Wir hatten nie das Gefühl, jetzt irgendwie, er macht jetzt eine Show für uns oder das wird so Bauerntheater oder so, sondern er war einfach real. Also auch noch eine spannende Frage. Gab es Momente, die ihr gerne auf Kamera gehabt hättet und die ihr jetzt so ein bisschen bereut, dass ihr die nicht drauf habt, die euch vielleicht so ein bisschen, die euch jetzt fehlen? Die Herausforderung war ja, dass wir in Berlin wohnen und ihr wohnt in Bickenbach. Das sind immer 6 Stunden Zugfahrt. Und wir haben beide Familie, wir haben kleine Kinder. Und das heißt, wir konnten jetzt nicht bei euch einziehen, leider. Ne? Also wir haben ja auch ein Leben neben der Doku gehabt, auch wenn das für unsere Frauen schwer vorstellbar oder die es vielleicht anders sehen würden, sage ich mal. Aber also es gab Momente natürlich, wo wir gemerkt haben, hey, hier finden Sachen statt, wo wir total gern dabei wären. Es gab zum Beispiel nach der Domrep, habt ihr euch als Freundeskreis
alle abends hingesetzt und habt einfach mal quasi Tacheles geredet, hey, wie gehen wir jetzt damit um letztendlich? Ihr habt angefangen, irgendwie Pläne zu machen, Notfallpläne, Leute werden eingewiesen, wenn es Philipp schlecht geht, okay, wie funktioniert das mit Morphiumspritzen und so weiter. Also das war so ein Moment, wo ich danach dachte, oh, da wäre ich so, oder wären wir so gern dabei gewesen, auch solche Momente zu filmen, wie der Freundeskreis damit umgeht, bis mit der Situation da zusammen ist und solche Sachen bespricht letztendlich, ne? Und das war für uns beide nicht möglich, da zu sein. Oder auch als Philipp gestorben ist, da war ich gerade selber in einem anderen Projekt unterwegs und habe gedreht und habe dann von Jeanette die Info bekommen, hey, Philipp hat angefangen zu bluten. Und dann habe ich gesagt, ey, habe ich sofort Lukas angerufen und gesagt, ich kann nicht, ich drehe gerade, kannst du losfahren? Und Lukas ist hingefahren und letztendlich hat Lukas dann die letzten zwei Tage in Bickenbach verbracht mit euch allen und ich war woanders und habe mich total fehl am Platz gefühlt, weil ich nicht da war. Und habe dann, weiß ich noch, habe dann abends mit Lukas telefoniert und er meinte, ey, Philipp ist gerade gestorben. Und ich weiß, dass ich runtergegangen bin, zu meiner Frau angefangen habe zu weinen und gesagt habe, ey, Tammy, ich muss jetzt losfahren. Habe mich dann nachts um 10 ins Auto gesetzt und bin die Nacht durchgefahren von Berlin nach Bickenbach. Lukas ist am 5 Uhr morgens irgendwie nach Hause gefahren, weil er Hochzeitstag hat am nächsten Tag. Und ich kam morgens um 5 bei Erik und Sophie an und so haben wir uns irgendwie die Klinke in die Hand gedrückt. Und ich habe dann einfach war die nächsten 2-3 Tage und habe einfach dann da weitergedreht, irgendwie 8 Stunden, nachdem Philipp gestorben ist. Da gab es immer so durch die Distanz, die wir hatten, immer Sachen, wo wir gesagt haben, hey, da wären wir jetzt gern dabei gewesen. Und trotzdem finde ich eigentlich, dass es einfach krass ist, wie oft wir in so entscheidenden, wichtigen Situationen dann da waren, bis hin zu seinem letzten Atemzug. Jetzt ist eigentlich eher so die Herausforderung, wie konzentrieren wir dieses ganze Material, also wir haben über 200 Stunden Material, wie konzentrieren wir das jetzt irgendwie auf einen 90 Minuten, zweistündigen Film? Und auch das Material, was wir jetzt haben, ich denke, da ist so viel Gold dabei. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir nicht die ganze Zeit da waren, sonst hätten wir wahrscheinlich 1000 Stunden Material. Und das macht die Selektion jetzt auch ein bisschen leichter. Auch wenn es natürlich immer noch ein unfassbar großer Berg ist an gedrehten Stunden. Ja, die Frage, die sich natürlich viele auch stellen, ist, wann kommt endlich die Doku raus? Könnt ihr dazu schon was sagen? Wollt ihr dazu was sagen, oder? Ja, die Doku kommt raus, wenn sie fertig ist, letztendlich. Genau. Also wir sind herausgefordert, kann man so sagen, mit der Postproduktion, wo auch nicht alles so lief, wie wir uns das vorgestellt haben. Viele, viele Bausteine sind gelegt. Es gibt, wir nennen es Rohschnittinseln, also einzelne, wie zum Beispiel der Todestag oder der Vortag vom Tod. Solche Sachen sind quasi, liegen jetzt endlich schon in einem gewissen Feinschnitt da und wir sind gerade dabei, den Anfang zu bauen von der Doku, weil auch die große Storyline steht ja letztendlich, aber jetzt zu gucken, okay, welche Statements von diesen, weiß ich, über 50 Stunden gedrehtem Interviewmaterial allein, also welchem Raum gibt man welches Thema letztendlich, ne? Und es ist auch interessant zu sehen, so Moment, wo wir damals so dachten, hey, wow, das ist ein ganz toller Moment, weil wir es emotional im Drehen wahrgenommen haben, funktionieren so gar nicht letztendlich, ne? Und andere Momente, wo wir dachten, okay, wir drehen einfach mal mit, sind total authentische Aufnahmen geworden, wo man denkt, wow, hier sieht man irgendwie Philipp ganz besonders oder den. Und diese ganzen vielen Nuggets jetzt rauszuarbeiten, ich glaube, das ist die größte Herausforderung letztendlich. Von daher, um gezielt auf deine Frage zu antworten, unser Ziel ist es, dass dieses Jahr der Film fertig ist. 2022 ist der Film fertig. Genau, wahrscheinlich wird er aber auch erst Anfang nächsten Jahres irgendwie released. Wir würden natürlich auch gerne bestimmte Streaming-Plattformen anfragen und gucken, auf welcher Plattform, wie veröffentlichen wir das Ganze. Das Crowdfunding für die Doku war ja sehr erfolgreich. Ihr habt insgesamt 550.000 Euro eingenommen. Habt ihr damit gerechnet, dass es so erfolgreich sein würde? Nee, auf keinen Fall. Also, nee, ne? Dann wäre die nächste Frage, was macht ihr jetzt mit dem ganzen Geld? Stimmt, nee, okay. Haben wir es beide Maserati gekauft? Ich schneide das so rein. Das Crowdfunding ist ja absolut durch die Decke gegangen und das ist für uns eine riesen Möglichkeit, diesen Film einfach auf einer ganz hohen professionellen Ebene auch produzieren lassen zu können, weil da nicht nur wir beide mit am Start sind, sondern das ist ein ganzes Team von Editor, Schnittassistent, Sounddesign, Farbkorrektur, Marketing, Produktion, da sind ja so viele Leute involviert mittlerweile. Und das Besondere ist natürlich, dass es nicht irgendwie eine große Filmförderung gab, die irgendwie jetzt da eine 500.000 reingebuttert hat, sondern dass es fast 7.000 Leute sind, die dafür gespendet haben. Wir sind einfach total dankbar, jetzt alle Register auch ziehen zu können, damit diese Story von Philipp möglichst viele Menschen sehen. Gibt es Sachen aus der Zeit, für die ihr besonders dankbar seid, die ihr mitgenommen habt? Ich glaube, euer Motto, dieses Do Something,
Also einfach unterwegs sein und was zu machen, das hat mich auch total inspiriert und es inspiriert, glaube ich, auch ganz viele andere oder ne, deutschlandweit. Aber das hat mich echt, da habe ich dachte ich, wow, ey, da ist so ein, sind junge Menschen, die einfach ihren Traum leben, die maximal herausgefordert sind durch diese Krankheit, durch den Krebs, auch von Philipp. Das hat ja nicht nur Philipp beeinträchtigt, sondern das hat euch ja alle total geprägt, diese Zeit. Und die trotzdem sagen, hey, wir gehen das als Freundeskreis zusammen an, wir stehen das zusammen durch. Und auch zu sehen, was Freundschaft aushalten kann, wie wichtig Freundschaft auch ist, weil wir kennen alle dieses, wow, alle, man ist zusammen, happy, clappy, ist cool, Freundschaft leben. Aber da auch so diese Tiefe zu spüren, hey, wie gehst du damit um oder was macht das mit dir, wenn du wirklich herausgefordert bist? Und zu sehen, wie ihr so als Freunde zusammenhaltet, durch dick und dünn wirklich gegangen seid bis zum Ende und auch jetzt ja natürlich noch weiter, das hat mir wieder einfach aufgezeigt, wie wichtig es ist, Freundschaften zu pflegen auch, Freundschaften zu halten, in Freundschaften zu investieren und auch zu sagen, hey, was ist denn dieser christliche Glaube? Ist das jetzt was, wo du nur daran denkst, wenn es dir mal schlecht geht? Dass wirklich dieser christliche Glaube so ein Lifestyle ist, wo du sagst, hey, ich nehme Jesus, ich nehme Gott einfach in meinen Alltag mit auf, egal ob es mir gut oder schlecht geht. Und das fand ich einfach total inspirierend und hat mich auf jeden Fall geprägt. Ich würde euch gerne weitergeben, da Mutter zu machen. Zwei Profis. You shall not pass! Ich hoffe, dass euch das Interview gefallen hat. Die Doku kommt leider erst nächstes Jahr raus. Bis dahin müsst ihr euch noch gedulden und ich mich natürlich auch. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Lukas und Alex. Wir haben euch so tief in unser Herz geschlossen. Dann vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier kommen weiterhin coole Videos. Bis bald, macht's gut, ciao.